San Miguel Brunnen. Wir begrüßen Sie am Brunnen des heiligen Miguels. Sie wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbaut und diente sowohl der Mineraliengewinnung als auch dem Absenken von Materialien. Wenn wir uns in die Tiefen des Bergbauparks begeben, am Ende der Caña Gitana, werden wir uns im Brunnen wiederfinden. Neben dem Platz von Escosura befinden sich die Lüftungsschornsteine. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfügte sie über eine hölzerne Winde und eine Absaug- und Entwässerungsmaschine. Ab 1955 wurde er als Lüftungsschacht genutzt. Sie ist 500 Meter tief und erreicht die 19. Säule des Bergwerks. Jetzt verlassen wir diesen Ort, aber Sie können weiterhin mehr Geschichten über Almadén erfahren, wenn Sie zum nächsten interessanten Punkt gehen.